In diesem Workshop lernen Sie die Grundlagen für Bewegungsbearbeitung und Animation. Zunächst zeige ich Ihnen, wie man die Rechtsklick-Menüs verwendet, um zum Ausführen-Menü unseres Darstellers zu gelangen und die Animation der Rolle zu nutzen, wie beispielsweise No, No, No. Beachten Sie, dass nachdem eine Animation eingefügt wurde, ein goldener Balken erzeugt wurde, der diese Animationssequenz darstellt. Um zum Ende zu gelangen, drücken wir nächstes Segment und wir können eine weitere Animation anfügen. Über das Rechtsklick-Menü wählen wir Seufzen. Wir drücken Stopp. Das war also die erste Animation No, No, No. Wir klicken nächstes Segment zweimal an, um zur nächsten Animationssequenz im goldenen Balken zu gelangen. Um eine andere Animation am Ende einzufügen, klicken Sie Nächstes Segment und wir können eine Animation einfügen, die der zweiten folgt. Um jetzt eine Animation aus der Bibliothek zu nutzen, gehen Sie einfach zu Animation, stellen sicher, dass Bewegung ausgewählt ist und wir sehen im Inhaltmanager alle Animationsarten, die in iClone 4 existieren. Wie Sie sehen können, gibt es viele verschiedene Bewegungsarten, aber ich bin jetzt nur an Tanzen interessiert. Lassen Sie uns also eine Tanzbewegung finden, die wir für unseren Darsteller nutzen können. Wir versuchen es mit Hip-Hop 03. Es gibt zwei Wege, diese Animationssequenz einzufügen. Entweder mit Doppelklick und jeder gewählte Darsteller im Vorschaufenster erhält die Animation. Oder Sie fügen die Animation direkt per Drag und Drop auf den gewünschten Darsteller ein und er wird diese ausführen. Wir stoppen das und klicken auf Nächstes Segment und sehen, dass ein goldener Balken in die Abspielleiste eingefügt wurde, der die Animation Hip-Hop 03 repräsentiert. Jetzt zeige ich Ihnen eine weitere Möglichkeit der Bewegungsbearbeitung, nämlich Bewegungsebene bearbeiten. Wenn Sie dies anklicken, öffnet sich ein Feld. Hier können Sie verschiedene Körperteile zur Animation auswählen. Ich nehme beispielsweise einen Unterarm und wie Sie sehen können, sind das Elternobjekt, der Unterarm, und das Kindobjekt, der Oberarm, nun ausgewählt und ich kann den Arm in Position bringen, ihn beispielsweise auf und ab bewegen. Wenn ich die Alt-Taste drücke, kann ich meinen Darsteller umkreisen und seinen Arm jetzt auch nach oben bewegen. Der Oberarm wird immer mitbewegt. Wenn ich Drehen nutze, kann ich nur einen Teil des Arms bewegen. Der Oberarm, der untergeordnet ist, bewegt sich nicht. Der Arm kann auf diese Weise gedreht werden. Ich möchte Ihnen einige weitere Dinge im Feld Bewegungsebene bearbeiten zeigen. Wenn wir beispielsweise den Unterarm anfassen, der Oberarm ist das Kindobjekt, und dann Spiegeln aktivieren, werden sich beide Arme bewegen. Wir ändern die Kamerasicht und richten die Arme nach vorne aus. Es ist, wie Sie sehen, bei der Bewegungsbearbeitung mit IK sehr wichtig, die richtige Kamerasicht zu haben. Wenn wir nämlich versuchen, die Arme vor dem Darsteller zu positionieren, während wir die Frontalansicht gewählt haben, wird das nicht exakt die Animation ergeben, die wir möchten. Wir heben jetzt die Hände über den Kopf. Nun können wir den Sperrenmechanismus nutzen, um die Arme in dieser Position zu halten. Wir sperren beide Arme und wählen den Torso. Nun kann ich es so aussehen lassen, als ob sie hochklettert. Ich wechsle also die Kameraperspektive und lasse den Darsteller ein paar Klimmzüge machen. Wie Sie sehen, sind die Arme zwar oben, aber die Schultern sind nicht korrekt. Eine Möglichkeit, dies zu korrigieren, ist es, das Drehenwerkzeug zu nutzen, um die Schultern anzupassen. Wir drehen also die Schultern und nach dieser Korrektur ist die Animation genauer. Eine weitere tolle Funktion unter Bewegungsebene bearbeiten ist das Sperren von Körperteilen. Wir sperren die Position der Füße und setzen den Darsteller. Aber wieder benötigt die IK-Animation eine geeignete Kamerasicht, also wechseln wir zur Profilansicht und nutzen das Bewegen-Werkzeug, um den Unterkörper nach unten zu verschieben und sie sitzen zu lassen. Als nächstes zeige ich Ihnen ein paar Handanimationen. Also zoome ich etwas näher auf den rechten Arm.
Wir gehen zum Handgelenk und können dieses leicht drehen oder mit Rechtsklick den Winkel ändern und den Darsteller die Hand schütteln lassen. Wir können das Handgelenk auch steuern, indem wir es hier anklicken und mit Mausbewegungen im Feld auslenken. Außerdem können wir einzelne Finger wählen und bewegen. Wenn Sie eine natürliche Fingerbewegung möchten, ich habe die Kamerasicht geändert, damit Sie das besser sehen können, ziehen Sie mit gewähltem Finger im Feld hin und her und er wird sich natürlich krümmen. Das geht auch mit allen fünf Fingern. Sie wählen die Handfläche, ziehen und die Hand ballt sich zur Faust. Wenn Sie nur jeweils einen Finger bewegen möchten, nutzen Sie dafür das Drehenwerkzeug. Sie erhalten jedoch auf diese Weise nicht die natürliche Krümmung. Jetzt, wo wir gesehen haben, wie man die Körperteile bewegt, zeige ich Ihnen, wie man eine Animation macht. Wir gehen zur Zeitleiste. Wie Sie sehen, gibt es dort verschiedene Spuren. Wir sind jetzt nur an Bewegung interessiert. Beachten Sie die Bewegebene. Wir befinden uns in Schlüsselbild 1. Dort sehen Sie einen Punkt, der die aktuelle Pose repräsentiert. Wir gehen zu Schlüsselbild 30 und fügen einen Key ein, gehen zu Bewegungsebene Bearbeiten und nehmen den Arm und bewegen ihn nach oben. Wenn ich das nun abspiele, wird sich der Arm vom einen zum anderen Punkt nach oben bewegen. Wir drücken also Wiedergabe, um uns das anzusehen. Wenn Sie die Pro-Version nutzen, können Sie rechtsklicken, kopieren den Key und fügen ihn bei Bild 60 ein. Dann gehen Sie zur Ausgangspose zurück, kopieren den Key und fügen ihn bei Schlüsselbild 80 ein. Wenn wir dies abspielen, hebt sich der Arm vom ersten Punkt zum zweiten, bleibt vom zweiten bis zum dritten Schlüsselbild oben und senkt sich vom dritten zum vierten wieder ab. So können wir also eine Animation erstellen. Das sind die Grundlagen. Sie können eine Schlüsselbildanimation erzeugen und Bewegungsebene Bearbeiten nutzen, um alle Arten von Animationen für Ihre Projekte zu erstellen.